So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Starfield. Und genau, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich würde sehr gerne meine Materialien mal irgendwo lagern, wo sie mich nicht in irgendeiner Art und Weise beschweren. Und wollte die dann in mein Haus in New Atlantis bringen. Ja. Leider Gottes, oder blöderweise, sind die Behälter... Thank you. Also es ist jetzt so, dass man in seinem Haus tatsächlich auch keine Lagerbehälter bauen kann. Zumindest habe ich sie nicht gefunden, die unendlich viel Lagerkapazität haben. Also bin ich mal ein bisschen auf Forschungsreise im Internet gegangen und habe da was gefunden. Und zwar sind wir hier in der Loge von der Constellation und ich zeige euch jetzt eine Kiste, die unendlich Lagerkapazität hat, ja. Und zwar müssen wir dafür in dieser Loge hier einmal hier durch die Vordertür hineingehen. Dann kommen wir in dieses wunderschöne Gebäude hier. Das kennen die meisten, die Starfield gespielt haben, kennen das sicherlich schon. Dann gehen wir hier hoch. Ja, gehen hier hinten zu dieser Bar. Und der Bar gehen wir links vorbei. Und dann nehmen wir hier die zweite Tür von rechts. Das ist unser Zimmer. Ja. Und hier hinten steht dieser wunderschöne Safe, wo man jetzt auch schon sieht, dass da einige Sachen drin sind. Und der, wie ihr sehen könnt, hat dort unten Masse, Strich, Schrägstrich, Strich. Also das heißt, da ist keine Grenze gesetzt an Dingen, die wie viel wir da reintun können. Vorteil, ja, wir können hier wirklich alles reintun, was wir irgendwie mal irgendwo gesammelt haben und vielleicht in irgendwie einer Zukunft nochmal gebrauchen können. Nachteil, wollen wir craften. Ja, zum Beispiel über Außenposten oder über das Forschungslabor oder über das über die Handwerksbänke können wir auf diesen Safe dabei nicht zugreifen. Ja, das heißt, wir müssen vorher gucken, was wir brauchen, hier hinreisen, die Sachen holen und dann benutzen. Ist ein bisschen umständlich, ein bisschen blöd gemacht, aber im Moment die einzige... Aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, den ganzen Krempel, den wir gesammelt haben, mal zu lagern. Denn ich würde diese ganzen Baumaterialien ungern verkaufen. Denn wir wollen ja auch irgendwann mal einen Außenposten bauen. Wir wollen ja irgendwann auch mal Waffen-Upgrades nochmal zusätzlich bauen, wenn wir die Sachen geskillt haben und erforscht haben und. Und wir brauchen dafür halt diese ganzen Materialien en masse. Und leider brauchen wir dafür auch... Ach, guck mal, hier haben wir noch so ein pharmazeutisches Labor, auch sehr gut. Und leider brauchen wir dafür auch die nicht so... Ja, die nicht so wichtigen Dinge. So, jetzt ist die Frage, was wir noch an... Was haben wir denn noch eigentlich noch so an Hilfsmitteln dabei? Lass uns mal gucken. Hilfe. Wir haben noch Alien-Genmaterial. Das würde ich tatsächlich auch mal wegtun. Und davon haben wir noch 5. Damit kommen wir weit. Herz Plus. Können wir eigentlich verkaufen, oder? Ja, können wir verkaufen. Davon könnte man welche gebrauchen. Ich weiß nicht, was ich noch im Raumschiff habe. Egal, wir können ja dann auch mal irgendwie gucken. Aber jetzt gerade müssen wir im Moment noch nichts bauen. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall mal einmal kurz zeigen, dass wir hier so einen unendlichen Safe haben, den wir leider fürs Crafting, aber auf den wir leider fürs Crafting aber nicht zugreifen können. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal die Möglichkeit, einem Außenposten irgendwas zu bauen, von dem ich jetzt noch nichts weiß. Aber das ist jetzt im Moment unsere beste. Ach. Deswegen sind die nie zu Hause, weil die hier sind. Hallo. Macht ihr zurzeit? Achso, das hast du mir schon mal erzählt, ne? Der will nichts machen. Okay. I hope you don't mind, but I figured the lodge was just a nat stop away. I just had to see it. Oh, this place is everything I imagined. Do you know I dreamt of joining Constellation when I was a girl? Könnte ich mir wirklich nicht als Kind vorstellen. Ist halt echt. Du wolltest Constellation? I have some vids of when I was 12 in my Constellation Halloween outfit. So embarrassing. But I found space so fascinating that there is still so much we don't know.
I guess I still find it that way. Für mich ist damit auch ein Traum wahr geworden. Then you get that from me, dearest. But I'll let your father talk before he bursts. I was playing poker with the Dean of Engineering, and he had this collectible revolver framed. And when he heard you were in Constellation, well, we worked together to get the piece clean and restored. She fires beautifully now. We, took turns sighting it at the range. Oh, wow. I swear, your father was acting like a school kid. As I was saying, may I present to you Sir Malcolm Livingston's personal sidearm. Ooh. All the special modifications just as he left him. He was chair of Constellation about 50 years ago. Anyway, it's yours. Ooh. Ich werde die Waffe hüten wie mein Augapfel, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall werde ich auf keinen Fall weggeben. Miss Noel said we could look around a little first. Na klar, viel Spaß. Lass uns dir mal angucken, was wir da gerade Feines gekriegt haben. Ja, leider habe ich für den nicht viel Munition und wir haben ja auch gesagt, wir wollen uns den Pistolen abschwören. Das heißt, wir werden den auf jeden Fall aufhängen. Lass uns jetzt nochmal gucken, was wir dann an... Ja, meine Eltern chillen jetzt also mit den Leuten von der Constellation. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Wir müssen einmal gucken, was es kostet, diese Waffe aufzuhängen. Und dann müssen wir zurück zur Loge reisen und uns das holen. Weiß ja noch nicht, ob ich das feiern soll. Naja, ich gönne denen. Wie gesagt, wir finanzieren denen hier schon den Aufenthalt. So, dann einmal rein hier. Ja, alles gut. Alter, wo soll's hingehen? Wo willst du denn hin? Alter, what the fuck? Buckfield spielen wir hier heute. Killer. Okay, ja, die Waffe möchte ich selbstverständlich ausstellen. Da muss ich jetzt noch einmal gucken, was es kostet, die irgendwo hinzuhängen. Schaukasten. Kann man die eigentlich auch... Hier drin? Ne, da brauchen wir wahrscheinlich einen Waffenschaukasten, ne? Will ich die hier aufstellen? Wir haben ja schon einmal Alien-Gen-Material hier. Ne, tatsächlich nicht. Also hier kann ich das nicht ausstellen. Was kostet denn zum Beispiel... Upsala. Ach, die haben hier noch einen Schaukasten, guck mal. Aber hier kann ich das auch nicht ausstellen. Okay, lul. Also da brauche ich echt einen Waffenhalter für. Okay, Moment, dann hängen wir die Waffe... Hängen wir hier ins Büro. Ja. Dann lass uns mal gucken, was ich für den Waffenhalter brauche. Dann müssen wir nämlich direkt zurück zur Loge reisen. Wahrscheinlich werde ich Aluminium und sowas brauchen, ne? Nee, Bullshit, den hier will ich haben. Eisen und Struktur. Oh, geil. Das ist eine große. Jetzt eine Pistole, ne? Da kommt so ein kleiner. Also Eisen und Struktur brauche ich dafür. Alles klar. Hab ich das noch, ey? Die Loge. Wo ist sie denn da? Ja, mal gucken. Ja, und so müssen wir das halt dann jedes Mal machen. Wenn wir irgendwelche Dinge brauchen, müssen wir sie uns dann halt holen. Aber dafür ist unser Raumschiff nicht jedes Mal so rappelvoll. Ich meine, klar, wir werden auch ein paar Dinge in den Raumschiffen haben und lagern und so. Das wird definitiv auch. Ja, wir werden auf jeden Fall auch irgendwie mal ein paar Sachen wieder im Raumschiff lagern, definitiv. Aber wenn das Raumschiff halt irgendwann zu voll wird, müssen wir ein paar Sachen hier rüberbringen, ne? So, Ressourcen. Eisen brauchte ich. Eisen haben wir tatsächlich welches? Ich glaube, wie viel brauchte ich denn da? Zwei, ne? Ich nehme mal 10 Eisen einfach mit. Und Struktur. Bei S. Sollen wir mal suchen.
Strukturmaterial, jawohl. Oh, 4 Stück ein. So. Okay, hier kann ich nicht in die Oberflächenkarte, da müssen wir einmal zurück. Ja, also für jeden, der auch immer viel zu viel Lagerplatz benötigt, da unten ist halt, wie gesagt, der Safe, den, und hier haben wir diesen schönen Wintergarten, den like ich auch, der ist sehr cool. Ask, if you've got questions. Speak up, if you have ideas. So, dann einmal zurück in den Wohndistrikt. Jetzt weiß ich auch, warum die nicht da waren, die Eltern. Die waren halt auch in der Loge. Oh, warte mal, ich bin zur Loge schnell gereift. Perfekt, ich wollte doch dahin. Okay, cool. Ja, vielleicht finden wir sie jetzt wieder da, wo sie eigentlich sein sollten. Gut. Dann einmal den Waffenhalter bauen, dann will ich da diese lustige Sache dran aufstellen, diese, dann sagen wir schnell, diese Waffe, diese Pistole. Die werde ich definitiv nicht mehr, benutzen. Aber was heißt definitiv nicht, aber zumindest jetzt, im jetzigen Moment nicht. Okay, hier sieht man das gar nicht, ne? Nee, dann ist das doof, dann möchte ich die woanders haben. So, was, wir hängen die hier mit drüber. So. So, Sir Livingston Pistole. Jawollo, Alter. Feier ich finde sowas so cool, wenn man Sachen ausstellen kann, ne? Das liebe ich ja. Das habe ich ja schon in Skyrim geliebt. Okay. Ja, dann stellen wir uns mal die Frage, was können wir denn noch Wunderschönes veranstalten? Spätentwickler, der, genau, der Ass, die Feuerprobe ins alte E-System, Turm, genau, das wollten wir eigentlich machen. Und das ist genau diese Undercover-Geschichte. Und das werden wir jetzt als nächstes Mal anpeilen. Das heißt, wir werden uns auf Europa mit der Crimson Fleet Roller da, wir müssen dieses ganze, ach du Scheiße, ist das System riesig, das müssen wir noch komplett erkunden, ne? Ach du Scheiße, da. Let's go, dann jumpen wir da mal rüber. Ja, dafür bin ich hier. Aber ich dachte, Adler wäre das herzlich egal. You're funny. I hate funny. Remember that. So, before I put you to work, let's get everything out in the open. I don't know if Adler mentioned it, and for his sake, I hope he hasn't. But you aren't about to sign up with any average pirate crew. You're signing up with the Crimson Fleet. That's if you get through this little task I have planned for you. There's a medical supply ship called the Rigana, jumping into Enceladus's orbit. On board that ship, you'll find a traitor named Austin Rake. I want him dead. Ja gut, ist ja... Ja, ist so gut wie erledigt, ne? Ja, okay, dann verlassen wir das hier mal. Genau, also warum die den Tod sehen will, wir stellen einfach auch nicht zu viele Fragen. Fragen stellen kommt immer komisch. Wo müssen wir denn hin? Da, ne? Okay. Dann wollen wir mal hier einen Kurs hinlegen. Aber eigentlich möchte ich den gar nicht umbringen.
Bin ich ehrlich, ich möchte ihn eigentlich nicht umbringen. Wir wollen ja die Crimson Fleet zerschlagen. Genau, der Ärger hat euch wohl gefunden. Ihr habt Aufmerksamkeit der Crimson Fleet auf euch gezogen. Die Fleet will Rake tot sehen. Ich will an Bord kommen und besprechen, wie man ihn verschonen kann. Genau, wir wollen ihn ja verschonen. Ja, ich würde den gern mitnehmen. Und dann bringe ich den dahin, wo die... Dann bringe ich den zu dieser UC... Nee, Quatsch, nicht UC Vanguard. Valiance heißt die doch, ne? Da bringe ich den dann hin. Da ist er dann safe. Und der hat mit Sicherheit ordentlich Beweise. Weil ich bin mir sicher, man könnte sich auch der Crimson Fleet richtig anschließen. Aber wir möchten ja hier, weil wir Sarah dabei haben, den guten Weg gehen erstmal. Einen wunderschönen. Ja, ich bin... Du kannst dein Messer mal wieder wegstecken. Ich bin nicht sicher, was du von dir hier being here. If you wanted to kill us, you could have done that from your ship. If you wanted our cargo, we could have jettisoned it. I guess I should just stop talking and let you say your piece. Genau. Ich weiß nicht, wer über Funk zuhört, so ist es sicherer. Which means you don't want somebody to know what you are really up to. Now, do you mind telling us what this is all about? Ja. Ich will ja nicht überzeugen. Ich will, die Fleet will Rake tot sehen. Aber ich will die Sache ohne Gewalt lösen. You really do not know which one of us is Rake, do you? And you do not seem to care either. Which makes me think you really want to save him. Okay, I have idea. We can strike his name from manifest, make it so he was never on board. Then, when we dock, we will leave him on this ship and deliver him to another port. Genau. That is fair. We do not want any part of the fleet. Ja, richtig. Is that all right with you, Austin? Do I have a choice? It does not appear you do. Well then, it is agreed. You go back to your ship and we will make sure Rake was never on ours. And in case any of your handlers get suspicious, here. We had an extra crate of supplies loaded, in case one got damaged. Oh, das ist nett. This should be proof you were not here to bargain. Okay, sehr schön. Damit konnten wir Rake verschonen. Aber das macht jetzt natürlich auch das Spiel nochmal spannend, weil man jetzt natürlich sagen könnte, okay, wir könnten uns auch der Crimson Fleet anschließen. Aber nicht in diesem Let's Play. Hier wollen wir gesetzestreue Bürger sein. Was heißt gesetzestreue Bürger? Wir wollen eigentlich, ne? Wir wollen ja eigentlich, wir sind ja ein Spitzel und kein Pirat. Alter, wir werden voll angegriffen hier. Da. Da, die, Bitch! Erst ist down.
Alter, meine Schilde sind schon wieder down, ne? Alles klar. Und der Last One? Easy. Okay. Ich würde dich gerne rufen, wenn es geht. Dankeschön. Kein Problem. Auf jeden. Austin Rake ist tot, die Ragana hat überlebt. Absolut. Jemand anderen jagt mich doch selber. Okay. Ja, dann wollen wir mal der Alliance Bericht erstatten. Wir müssen das ganze System hier noch, ne? Müssen wir noch komplett erkunden. Du Scheiße. Na gut. Ab zur Alliance. Vigilance? UC? Keine Ahnung. Vigilance, wie auch immer. Alter, das Ding ist Level 100. Das würde ich nicht angreifen wollen. Gut, dann wollen wir rein in die Vigilance. Vigilant heißt das Ding, glaube ich. Wie auch immer. Shame the United Colonies built such an impressive ship for battle, instead of using it for exploration. I had a friend on Ragana. I hope I'll be able to see him next time we're on shore leave. Absolut. Wie gesagt, ich habe den nicht runtergeschossen, den Vogel. Ich habe mit denen gequatscht. Orders came down. So, mein Lieber. Got a message from the Ragana about Austin Rick. We had him dropped off at a separate port, off the books. Suffice to say, he's got a lot to answer for. Kriegt man aus Rick vielleicht Informationen raus? That's something we're looking into, but it doesn't seem like he knows much. He might be better served as bait. Das halte ich für keine gute Idee, weil ich erzählt habe, dass er tot ist. Okay, schön, dass er sich ergeben hat. Part of this role you're playing means having to make hard choices. Just remember not to lose yourself in the part. I'll do my part to make certain that doesn't happen, Commander. Oh, one more thing before we move on. For transparency's sake. You should know we were the ones that hired Ecliptic to attack Neva's ship. There was concern after what happened with the Ragana that you might have trouble earning Neva's trust. Coming to her rescue ensured that would not be a problem. Oh, war schon clever.
Ecliptic hat kein Problem damit, die Crimson Fleet anzugreifen. Their mercenaries were hired. They are paid enough money. Ecliptic would attack the Vigilance. It wasn't Vigilance, weiß das Ding. Convince them to attack an isolated Crimson Fleet ship. Just expensive. Okay, ja, war aber schon irgendwie clever, ne? Ah, so I take it you have good news. Were you able to join the fleet? Yes. Then it worked. You're in. Sounds like everything is going as expected. Now it's time for the next phase of the mission. Our intel on Searsha was correct. After we received reports on your interaction with Adler Kemp, we picked up on your rendezvous with Neva Mora. Alphas indicate she's second in command, so getting on a good side will ensure you get into the Crimson Fleet. Okay, was weißt du über Neva? The woman has a record that could stretch across Sol and back. She started young as one of Neon street rats and worked her way up to second in command. She's a force to be reckoned with, so don't underestimate her. Alles klar, verstehe. Dann läuft alles nach Plan. Yes. You pass your first test and you're still alive. But before we get too confident, that either means she suspects nothing or she intends to make an example of you later. Just remember, these are ruthless criminals, so don't let your guard down. And their ruthlessness is only surpassed by their cunning. You should proceed with caution, regardless of how well you think you've ingratiated yourself. So what's next for you on Neva's agenda? Genau, ich soll mich. Ich hab die Koordinaten der Crimson Fleet Basis erhalten. Excellent. If you're heading to the key, I assume you'll be meeting Delgado soon. Delgado is the leader of the Crimson Fleet. I have a profile here with some information on his background. You'll want to know the individual cadences of every member of the fleet, but Delgado's most of all. Agreed. The last thing we need is to infiltrate the fleet, only to be kicked out because we've underestimated one of their people. I don't disagree, but it's important to know your enemy and the best way to defeat them. In any case, now that you're with the fleet, you'll be operating independently. We will shadow you eventually, but we'll need to maintain our distance for now, especially while you're on the key. This will also give us time to bolster our defenses, should we need to engage with the fleet. Future. Sir, on that note, shall we begin implementing the upgrade to our shields? Immediately, Lieutenant. Notify the engineers and relay the information to the crew. I hope your entry into the fleet has overcome any doubts you may have had regarding your mission. It certainly increased my estimates on success. Keep up the good work. We'll expect further reports. Dismissed. Ja, sehr schön. Das hat ja gut geklappt. Regana made it to port with zero casualties. First mission in the books and no casualties. Well, Mr. Dunn. Hey, es wird auf jeden Fall, glaube ich, noch schwierigere Entscheidungen geben, die wir hier treffen müssen. Erhöht die leicht die Reichweite und Präzision von Combat-Tech-Waffen. Ja, gib her. Yes, what? Okay. Ich würde eigentlich ganz gerne nochmal tatsächlich zu dem Gefangenenlager. Wo geht denn das hier? An Dockbucht. Ne, das ist Quatsch. Wo war das denn? Hier gab es aber auch dieses, wo die Gefangenen waren. Wo war das nochmal? Oder war das tatsächlich unten? Das war, glaube ich, in der Andockbucht, ne? Dann geh auch mal runter. Könnte auch hier gewesen sein, ja. Schleusecomputer. Achso, ja, okay. Eigentlich nur die Luftschleusen öffnen, aber das wollen wir ja gerade nicht. Ich würde tatsächlich ganz gerne mal mit dem reden. Oder brauche ich einen Computer? Gucken wir doch mal, wo er ist. Ja, wo bist du denn? Wo ist er denn? Der ist ja gar nicht hier.
Ah, doch, da. I guess you think I have some sad story to tell? That I met some sick orphans on New Homestead and grew a conscience? Or maybe you're the cynical type. And you think I turned a new leaf because I wanted Sis to have to go easy on me. The truth is a bit more complicated than that. Mhm. Dann erklär's mir. Sure, I got time. You see, at my age, you know who you are. And I've always been a thief. I'd swipe a credit stick for my own mother if it had enough zeros on it. But even in a group of credit-hungry thieves, a man has to have a code. Rules. Okay. Du meinst Ehre unter Dieben, hä? I do. You finish a job, it's supposed to be done. You get the rush and the relief. But in the fleet, doing the job isn't the hard part. In the fleet, you gotta worry about the guy sleeping next to you, and if he's gonna take a bigger piece of the pie. You gotta wake up the next morning and wonder why your slice is missing and the crumbs are stuck to his face. Warum geht man dann auf ein... Hättest du Interesse für die Sysdev zu arbeiten? I put a bigger target on my back? As far as I'm concerned, the brig is the safest place I can be. The second you drag me into some private room, you're basically telling everyone here that I'm a rat. Okay, warum geht man dann auf ein medizinisches Versorgungsschiff? Well, for one, they don't have much in the way of loot, but they're still important to somebody. You can't just blow up one without it showing up on SSNN, or UC captain getting a 10-inch stack of slates on his desk. But more importantly, do-gooders are predictable. The pirate code changes depending on who's reciting it. Honest folks, they have a habit of writing their rules down. Why did I join the Regana? Truth is, I just wanted a good night's sleep. Okay. The brig's pretty cushy compared to some places I've been. Okay, nee, das haben wir alle schon. Aber warum bist du in der dunklen Zelle? Mach dir doch mal Licht an, Chef. Okay, wahrscheinlich werden wir diese ganzen Zellen hier füllen mit einzelnen Leuten der Crimson Fleet. Ja, wir werden dieser Questreihe jetzt mal folgen, denke ich mal. Und wenn wir die abgeschlossen haben, dann werden wir mal das Sol-System erkunden. Ich denke mal, da gibt es auch noch sehr viele interessante Sachen. Wir haben auf dem Mars haben wir ja auch noch ein paar Quests, die wir machen müssen. Gut, gucken wir doch mal, wo wir da hin müssen. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Ich habe, wir haben besser gesagt, 80.000. Ja, das ist gut. Ich würde aber trotzdem ganz gerne ein paar Sachen noch hier drin reparieren. Ach, guck mal. Da war tatsächlich was kaputt. Okay. Frachtraum. Ganz genau. So, ich möchte... Was haben wir? Haben wir Waffen im Frachtraum? Tatsächlich, ne? Ah, den haben wir im Frachtraum. Ja, Hilfe. Guck mal, so einen ganzen Stuss haben wir auch noch dabei. Können wir das noch ver- Hier sind auch noch Analysedaten drin. Warum sind die denn hier drin? Credits. Mega. Und das Star Parcel Paket. Oh, das ist cool. Das können wir wahrscheinlich ausstellen. Das ist die, das ist das, der Kasten von der Uhr, die wir anhaben. Ja, das gefällt mir. Ups, falsch. Genau, ich wollte ins Inventar, denn ich wollte die Ressourcen, die wir jetzt noch dabei haben, einmal hier lassen. Wir haben noch ganz schön viele Notizen auch noch, ne? Analysedaten haben wir hier noch. Ach so, ja klar, wir haben noch die, das müssen wir uns auch nochmal durchlesen. Wir werden jetzt einmal kurz zurück nach, nach Dings fliegen, nach Alpha Centauri fliegen. Und dann hier landen, bei dem Wohndistrikt. Und dann werden wir nämlich diese Uhr, Uhrschachtel dann noch ausstellen. Die können wir da bestimmt hinstellen, die Uhrschachtel. So, das machen wir direkt. Dann
Kann ich nicht dahin stellen. What? Hier reinstellen? Auch nicht. Warum nicht? Also ich kann da Munition reinstellen, aber... Are you joking, actually? Okay. Oh ja, gut, dann nicht. Dann nicht. Dann werden wir jetzt einmal einen Händler aufsuchen und nochmal ein bisschen Kram verkaufen. Ja, da reisen wir. Wir verkaufen jetzt nochmal kurz Sachen. Ich denke mal, ich werde zur Trade Authority gehen. Und was wir auch noch machen können, ist, wir können einmal die Sachen durchlesen, die wir da jetzt gekriegt haben. Bullshit. Wir lesen einmal die Sachen durch, die wir gekriegt haben. Diese Plates über die, genau, Crimson Fleet Profil Adler. Name Adler Kemp, Alter 45, Persönlichkeit hitzköpfig, kompetent, erfahren. Profil. Adler ist ein Schiffskapitän der Crimson Fleet, der von Sidonia aus operiert. Adler ist ein Hitzkopf, der sich leicht provozieren lässt, was ihm schon unzählige Scherereien und Schrammen eingebrockt hat. Trotz dieser charakterlichen Schwäche ist Adler ein erfahrener Captain, der sich auch in den meisten Fällen auf seine Kampferfahrung verlassen kann, um aus brenzlichen Situationen zu entkommen. Anmerkung: Im Verlauf der Informationsgewinnung zu den Captains der Crimson Fleet wurden in Commander Ikans Büroterminal weitere Anträge eingelegt. Okay, cool. Delgado, Alter 44, Persönlichkeit intelligent, gerissen, vorsichtig, berechnend. Delgado stammt ursprünglich aus Aquila City und geriet schon in jungen Jahren in den Sog des Verbrechens, obwohl er in eine reiche Familie geboren wurde. Seine Eltern schickten ihn ins Exil in der Hoffnung, dass sich sein Verhalten dadurch bessern würde. Doch sie bewirkten damit genau das Gegenteil. Delgado stohl ein Frachtschiff, um sich der Crimson Fleet anschließen zu können. Delgado ist ein gerissener und intelligenter Anführer, der nicht zu überhasteten Entscheidungen neigt. Er hält in der Crimson Fleet die Zügel fest in der Hand, lässt seinen Piraten aber auch genug Freiräume, um ihre Stärken auszuspielen. Okay, ja, das ist gut, ne? Name, Naiva Mora, Alter 32, Persönlichkeit jähzornig, temperamentvoll, erbittert, aufrührerisch. Naiva Mora wurde in Neon geboren und in jungen Jahren zur Waise. Sie verbrachte den Großteil ihrer Jugend damit, für verschiedene Verbrechen verhaftet zu werden, von einfacher Körperverletzung bis hin zu schwerem Diebstahl. Im Sisdef-Gefängnis war sie daher Stammgast. Im Alter von 22 Jahren gelangte sie als blinde Passagierin per Frachter nach Aquila City, wo sie schließlich von der Crimson Fleet rekrutiert wurde. Anmerkung: Im Verlauf der... Ja, okay. Alles klar, da wissen wir Bescheid. Also alles ziemliche Motherfucker, die drei. Dann gehen wir jetzt einmal zur Trade Authority. Gut, also die Wohnung hier unten auf dem Unterdeck, die werden wir wahrscheinlich echt nicht mehr betreten. Quatsch, ich wollte doch hier hin. Hier ist ja die Trade Authority. Nope. Alles klar. So, ich würde gerne was verkaufen. Hier von nix. Davon auch nix. Hilfe, genau. Wir wollen mal Herz Plus loswerden. Das benutze ich sowieso nicht. Das benutze ich auch nicht, weil es ein Cam ist. Das behalten wir natürlich. Notizen. Das kann weg. Die drei behalte ich mal. Neues von Dad haben wir uns auch noch nicht reingezogen, ne? Sonstiges. Habe ich jetzt das Ding gar nicht mit? Ja, wunder, dass ich das nicht ausstellen kann, wenn ich das nicht mit habe. Hä? Was ist denn? Gießen? Ah, der Zeiten. Warte mal, hier haben wir auch noch ganz viel Kram. Boom, Pop, Cherry. Und alles weg.
Hier, was soll ich mit sowas? Also was? Also das benutzen wir halt auch nicht. Den Injektor, der ist gut, den behalten wir. Milch kann weg. Nahrungskits können weg. Sowas benutze ich alles sowieso nicht. Ich meine, okay, Schiffszeile brauchen wir. Aber 10 Gesundheit regenerieren, was soll ich mit 10 Gesundheit? What? Wie soll ich denn davon tragen? Sehr gut. Okay, das hat nochmal ein bisschen Geld gebracht. Gut. Ja, dann ist der nächste Schritt, diesen Schlüssel aufzusuchen. Und vielleicht dann bald ein vollwertiges Crimson Fleet-Mitglied zu sein. Wobei, wir sind ja vollwertiges Crimson Fleet-Mitglied, ne? Das wäre dann jetzt der nächste Schritt. Und das, meine lieben Freunde, machen wir dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Starfield. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein.